Einen schönen guten Tag. Herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vor dem abschließenden Saisonheimspiel hier im Signal Iduna Park gegen den FSV Mainz 05. Ich begrüße unseren Cheftrainer Peter Stöger und bitte um Ihre Fragen. Jesko von Eichmann Sky. Herr Stöger, ein Wort zum Personal vorweg. Wer kann nicht gegen Mainz im Kader sein? Ja, so ganz klar ist es noch nicht. Shinji Kagawa hat gestern aussetzen müssen, leichte Probleme, Knöchel gehabt, kann ich nicht sagen, sondern ist noch zwei, drei Tage, es könnte sich ausgehen. Marco Reus hat noch nicht mit der Mannschaft trainiert, auch nach dem Schlag im Spiel gegen Werder Bremen, war aber gestern schon, hat schon eine Laufeinheit gehabt. Also ich gehe auch davon aus, dass das bis Samstag dann auch okay ist und die anderen Jungs sollten eigentlich soweit zur Verfügung stehen. Anne van Eickels für den WDR-Hörfunk. Wäre es aus Ihrer Sicht besonders schön, das Saisonziel zu Hause bei einem Heimspiel erreichen zu können? Ach, ja, das muss man schon sagen. Also ich glaube, nach dieser turbulenten Saison könnte man dann schon irgendwo so das Gefühl gerne annehmen, wenn man es zu Hause mit den Fans gefühlt, diese Zielsetzung, die wir uns jetzt ja gestellt haben, wenn wir die gemeinsam erreichen könnten, das wäre schon eine nette Geschichte. Das werden wir hinarbeiten. Wir wissen aber auch, dass das vom Papier her weit einfachere Aufgabe ist, als es dann in Wahrheit in der Umsetzung sein wird. Davon gehen wir auch aus. Dirk Krampe für die Ruhrnachrichten. Ja, Sie sind ja in den vergangenen Wochen oder eigentlich während der ganzen Zeit sehr pragmatisch mit der Situation umgegangen, dass am Saisonende vielleicht hier Schluss sein könnte für Sie. Jetzt steht das letzte Heimspiel an, also das letzte Mal als Trainer der Heimmannschaft vielleicht in den Signal Iduna Park reinzukommen. Berührt Sie das? Ist das egal? So wie zuletzt in diesen allen Spielen, die ich da gehabt habe, werde ich wieder Spaß haben, reinzugehen, über 80.000 Zuschauer zu sehen, die wegen Dortmunder Fußballmannschaft daherkommen, um die zu unterstützen. Werde ich wieder Spaß haben, wird sich nichts ändern dran. Stefan Butzko für ESPN. Herr Stöger, Marco Reus und Mario Götze haben in den letzten Wochen sehr stark voneinander profitiert im zentralen Mittelfeld. Was macht diese Partnerschaft aus? Ja, passt halt im Zusammenspiel ganz gut. Also die verstehen sich halt, die Art und Weise, wie sie Fußball spielen, das ist das macht momentan Sinn. Das sieht gut aus. Da gibt es Passwege, da gibt es Laufwege, da gibt es Abstimmungen, die funktionieren. Profitieren allerdings auch davon, muss man sagen, dass rundherum Jungs unterwegs sind, die auch Räume öffnen, die ihnen auch die Möglichkeit geben, diese Bälle zu spielen. Also wir haben viel Bewegung im Offensivbereich momentan. Und das, was mir gefühlt fast ein bisschen untergeht, ist, dass in den Spielen, wo sie jetzt gespielt haben, dass auch Jule Weigl da einen wirklich wichtigen Job für die zwei erledigt, nämlich der hält ihnen den Rücken frei. Der spielt für mich jetzt die zentrale Mittelfeldposition mal so, wie ich es mir eigentlich erhofft habe, dass er es auch umsetzen kann, ist gut im Spiel und das stabilisiert die ganze Geschichte da hinter den Jungs. Das macht er gut. Anne van Eickels. Mainz hängt ja noch unten drin, hat richtig Druck, also alle Mannschaften haben Druck in der Liga, hat man das Gefühl, bis auf die Bayern vielleicht. Was erwarten Sie für ein Spiel? Also ich erwarte ein Spiel, das sehr kampfbetont sein wird. Klar. Das ist eine Mannschaft, hab großen Respekt vor den Mainzern. Ich habe die natürlich in den letzten Jahren sehr, sehr genau im Auge gehabt. Das ist so eine Mannschaft wie der erste FC Köln, aber das ist schon eine Kategorie, wo ich immer das Gefühl habe, die holen sehr, sehr viel raus aus ihren Möglichkeiten. Das macht einen guten Eindruck und die werden natürlich alles reinwerfen. Also die haben mit dem Sieg letzte Woche haben die einen wichtigen Schritt gemacht von ganz unten raus und die brauchen aber nochmal was Zählbares, dass sie es fixieren können. Und dann weiß ich habe lange in einer Mannschaft arbeiten dürfen, die solche Aufgaben angenommen hat und die Mainzer werden das genauso angehen. Deswegen kann man davon ausgehen, dass da viel Arbeit auf uns zukommt. Es wird eine gut organisierte Mannschaft sein, es wird eine zweikampfstarke Mannschaft sein, eine Mannschaft, die auf Umschaltsituationen warten wird.
die über Standardsituationen kommen wird. Es wird allerdings auch eine Mannschaft sein, die natürlich, weil es nicht optimal gelaufen ist, auch Möglichkeiten für uns bieten wird, dass wir zu Abschlüssen und zu Toren kommen können. Aber es wird viel Arbeit werden. Björn Pinnow, Radio 91.2. Jetzt läuft es ja seit zwei Spielen eigentlich ganz ordentlich. Sieht fußballerisch auch wieder gut aus. Trotzdem wird drumherum natürlich immer über andere Trainer gesprochen. Wie empfinden Sie das, dass man Ihnen den Erfolg hier vielleicht gar nicht so richtig gönnt? Also, das Gefühl habe ich gar nicht. Also, ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass uns irgendjemand irgendetwas nicht gönnt. Und eine Situation, wo man in Dortmund Beginn einen 6-Monats-Vertrag hat, ist ja ziemlich klar, dass das permanent über andere Trainer gesprochen wird. Und dass es in den letzten Wochen so ist, ist für mich jetzt keine Veränderung, weil es das ja seit 4 Monaten so gibt. Also, so viel Veränderung habe ich da jetzt nicht festgestellt. Kein Problem damit. Wir haben, glaube ich, eine spannende Aufgabe. Ich sage es nochmal, wir haben eine große Chance, jetzt eine Runde vor Schluss schon diese Hauptzielsetzung, die Champions League zu erreichen, dass wir die fertig machen. Die können wir im eigenen Stadion machen. Wie gesagt, das wäre echt eine coole Geschichte. Würde uns allen Spaß machen, wenn wir alles reinlegen. Das ist das Wichtigste. Und wenn alle Trainer, über die medial schon gesprochen wurde, wirklich bei uns angeheuert hätten, dann müssten wir die Trainerbank da unten ein bisschen ausbauen, um ehrlich zu sein. Brauchen wir, ja. Und eine zweite Bank auf jeden Fall. Oliver Müller, bitte. Ganz kurz und schmerzlos gefragt, bis wann hätten Sie denn gerne Klarheit, wie es hier weitergeht? Ist dann ein Gespräch noch vor dem Saisonende vereinbart oder in der Woche danach vielleicht? Ja, also ich habe fast das ungewohnte Gefühl, dass sich jemand Sorgen um mich macht. Ne? Das ist sehr nett von euch. Ja. Nein, ist alles gut. Also ich glaube, wir haben es in den letzten Wochen ganz klar kommuniziert. Es gibt eine einzige Aufgabe, wofür ich jetzt mal hergekommen bin. Das ist die Aufgabe, den Verein so zu unterstützen, dass wir Champions League kommen. Und das ist genau der Fokus, den wir haben. Das ist genau der Fokus, den wir beibehalten wollen in den letzten zwei Spielen. Und das ist der einzige Weg, der uns vorantreibt. Das ist der einzige Weg, wo wir entlang gehen wollen. Das ist auch das einzige Thema, das uns momentan interessiert. Sebastian Wessling von der Funke Mediengruppe. Sie haben ja schon ein bisschen was zu den Mainzer Stärken gesagt. Was muss dann Ihre Mannschaft vielleicht anders machen als jetzt in den beiden vorangegangenen Spielen? Und muss sie überhaupt was anders machen gegen diesen Gegner, der ja anders auftritt, als es die vorangegangenen Mannschaften tun? Es wird vielleicht ein bisschen weniger Räume geben. Das wird man dann sehen. Es wird aber trotzdem auch in diesem Spiel darauf ankommen, wie wir unser Passspiel haben, wie wir unsere 1-1-Situationen möglicherweise über außen nutzen, wie wir Schnittbälle spielen, wie wir in die Tiefe reinkommen, aber auch wie wir Bälle, die wir im Netz vorne festhalten können, wie wir die dann in der Umkehrbewegung eben wieder für uns gewinnen. Und das war auch gut. Und deswegen haben wir ja nicht so viele Probleme gehabt, wie wir es vielleicht das eine oder andere Mal schon gehabt haben. Aber das Entscheidende war, dass wir klarer waren im Spiel nach vorne, konstruktiver zu Abschlüssen gekommen sind. Ich muss aber auch fairerweise sagen, wir reden jetzt von den letzten zwei Spielen. Wir haben dazwischen Spiele gehabt, die vielleicht nicht optimal gelaufen sind, mit München oder mit Schalke. Klar, das sind bittere Niederlagen für uns. Wir haben aber auch mit Anfangsschwierigkeiten gegen Stuttgart gute Spiele gemacht. Immer noch die Mannschaft seit der Übernahme von Kollegen Korkut die einzige Niederlage ihnen zugefügt haben. Wir haben auch gegen Hannover wahnsinnig viele Offensivaktionen gehabt, haben halt nur ein Tor geschossen. Also wir haben schon Möglichkeiten, haben wir in den letzten vielen Heimspielen auch gezeigt, dass wir in der Lage sind, da Chancen rauszuspielen. Und darum geht es wieder. Und wir können davon ausgehen, dass sehr, sehr viel Gegenwehr kommen wird. Weil für die Mainzer geht es darum, in dieser Situation, wenn sie noch mehr nachlegen, dann haben sie wahrscheinlich die Liga gehalten. Und da kann man sich vorstellen, wie die Jungs auftreten werden. Wir gehen nochmal zu ESPN, bitte. Herr Stöger, man hat in den letzten beiden Spielen gesehen, dass die Innenverteidiger häufiger andribbeln bzw. die erste Linie selber überlaufen. Vielleicht habe ich das nur so wahrgenommen, aber warum ist das jetzt in den letzten beiden Spielen viel häufiger als in den Spielen davor passiert? Weil wir vielleicht ein bisschen weniger Druck haben, weil wir auf unsere Innenverteidiger, weil sie vielleicht noch ein bisschen mehr Platz haben, weil wir vielleicht ein bisschen dominanter sind, als es vielleicht in den letzten Monaten der Fall war oder als es nicht regelmäßig so der Fall war. Muss man sagen, also ich habe mal Situationen gehabt, wo ich mir gedacht habe, okay, das war jetzt richtig gut gelöst, da haben wir uns auch abgesichert. Wir haben allerdings auch bei solchen Aktionen Situationen gehabt, wo wir uns nicht abgesichert haben, wo die draußen auf der Trainerbank ein wenig schlecht wird, wenn du das siehst. Also das ist nicht alles immer so wunderbar.
klar, wenn die Lösung dann die richtige ist und wenn du den Ball im eigenen, in der eigenen Mannschaft behalten kannst, dann ist es eine wunderbare Geschichte. Wenn du allerdings als Innenverteidiger auf Höhe 35 Meter in den kompletten Haufen reinläufst und eine falsche Entscheidung triffst, dann kann es mal bitter ausgehen. Ne? Also solange alles funktioniert, ist es ja gut. Gibt es weitere Fragen? Die Bild-Zeitung. Bitte, Jörg Weiler. Wie sehen die Pläne mit Roman Weidenfeller aus? Werden Sie das vom Spielstand abhängig machen, ob Sie ihn nochmal bringen? Oder? Also, so wie ich es gesagt habe, er hat es verdient, wenn es eine Möglichkeit gibt. Aber wir haben das auch klar abgesprochen. Ich glaube, da gibt es auch in der Zeit, in der ich hier bin, glaube ich, hat man auch festgestellt, dass ich eine sehr, sehr hohe Meinung von Roman Bürki habe. Ich finde, es ist ein außergewöhnlich guter Torhüter. Und der wird... ja, dann wird im Normalfall auch alles spielen. Wenn es eine Möglichkeit gibt, das ist vom Spielverlauf abhängig, klar. Es ist nicht, dass wir es ihm nicht zutrauen, aber es ist ganz einfach so, dass wir da nichts riskieren wollen, auch nach außen hin. Wenn es eine Möglichkeit gibt, dass er eine Einsatzzeit bekommen könnte, dann wird er auf jeden Fall ein paar Minuten bekommen. Das ist aber auch eigentlich Wunsch von Roman Bürki, muss man auch dazu sagen, der das genauso sieht. Wir würden ihm gerne die Möglichkeit geben. Im Idealfall im Heimspiel, wenn es ein paar Minuten geht. Aber wenn wir selbst für ein paar Minuten eine andere taktische Überlegung brauchen für dieses Spiel, um unsere Zielsetzung zu erreichen, dann ist dem Roman Weidenfeller auch klar, dass wir das nicht machen können in dem Spiel. Ich schaue mal in die Runde. Keine weiteren Fragen. Dann vielen Dank, Peter. Vielen Dank Ihnen allen. Und bis zum Samstag hier im Signal Iduna Park gegen den FSV Mainz 05. Tschüss. Danke.